Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal und mit einem weiteren Teil meiner PV-Anlage oder Balkonkraftwerk von Privat. Ich habe heute ein Experiment vor. Ich werde heute noch eine zusätzliche Platte anschließen. Und wie ich gerade erwähnt habe, das ist ein Experiment. Das heißt, wenn es bei mir funktionieren sollte, übernehme ich keine Garantie, dass es bei euch auch funktioniert. Das Modul steht hier hinten. Das hat 180 Watt und es war gar nicht mal so einfach, ein kleines Modul zu finden, was so einigermaßen die Werte hat wie die großen Module. Und ich hoffe mal, dass das funktionieren wird. Geplant ist es, dieses Modul an einen Ausgang des Wechselrichters mit anzuschließen, und zwar parallel. Dafür habe ich mir noch mal so eine Bypass-Diode hier gekauft, ein 30 Meter langes Kabel, 6 Quadrat sind das, ich hoffe, das reicht zu. Y-Kabel, dazu noch ein paar MC4-Stecker und schönerweise mit hier so einer Krampenzange. Cool. Mal sehen, wie ich das alles so hinkriege. Und ja, als erstes, was wir machen werden, ist jetzt die Kabel mit den Steckern zu versehen. Ich würde sagen, ich beginne damit jetzt auch. Also dann, auf geht's. Okay, die Stecker sind dran. Auf jeden Fall immer ein Plus und Minus. So, und jetzt kümmern wir uns um diese Diode. Und dafür braucht man nur für die Plusseite 1, für die Minusseite brauchen wir keinen. So, in der Theorie sind wir jetzt mit dem Vorbereiten fertig. Gucken wir uns jetzt noch mal schnell das Solarpanel an oder das PV-Modul. Und das ist hier hinten. Enjoy Solar wiegt jetzt nur 12 Kilo. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und ich mir nicht traue, kommen die nämlich aufs Dach dann, beziehungsweise dann hole ich mir noch ein zweites, welches ich dann oder welche ich dann aufs Dach bringe, auf die Westseite, vorausgesetzt, das funktioniert. Und es geht auch alles klar hier. Das jetzt von der Vorderseite. So schaut das jetzt von der Rückseite aus. Maximal, also 180 Peak Watt, erzeugt 39,2 Volt, 4,6 Ampere und VOC liegt bei 47,2. Und der Kurzschlussstrom liegt bei 4,88. Maße sind 1,48 m mal 67 und die Höhe des Rahmens sind 35. Jo, bin ich mal gespannt. So, es ist soweit. Wir können jetzt
das Kabel an die Anlage anschließen, an den Wechselrichter, den Y-Kabel. Aber bevor wir das machen, machen wir die jetzt noch stromlos und dann decke ich mit der Wolldecke das Panel ab, wo auch das neue Panel ran soll, damit da keine Spannung mehr anliegt. Aber erstmal schalten wir jetzt die Anlage aus. Schön ist, dass ich ja diese Shelly Plus MP1, nee, Shelly MP PM1 Plus oder sowas habe. Dann kann ich das gleich so ausschalten und ausschalten. Ausgeschalten. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht erkennen, aber am Wechselrichter die LED blinkt rot. Das heißt, da ist jetzt kein Strom mehr drauf. Zumindest die ist jetzt nicht mehr mit dem Haus verbunden. Jetzt muss ich nur noch das Panel spannungsfrei kriegen mit der Wolldecke. Okay, gucken wir mal. Nummer 1. Ah, schön straff festgemacht hier. Nummer 2. Ab ist es. Und wir machen jetzt hier Y-Kabel dran. Das ist Plus. Also kommt hier schon mal Plus dran. Und der kommt hier dran. So, theoretisch ist der an. So, und jetzt noch hier. Einmal da. Und jetzt drehen wir das ganze Ding mal. Das ist noch im Schatten. Gedreht haben wir es. Angeschlossen ist es. Ich lasse mal die Wolldecke noch drauf. Und wir schalten mal wieder ein hier. Mal sehen, was passiert. Er leuchtet wieder grün. Aber noch produziert die Anlage nicht. Mal sehen, wie lange das dauert. Ich gucke mal in der Telenthom-App. Okay, jetzt produziert sie wieder. Mit 41 Watt. Wir gucken jetzt nochmal in der Telenthom-App. Ich kann leider nicht sagen, ob die jetzt hier produziert oder nicht. Also wir produzieren volle Kanne. Die Shelly sagt 103 Watt. Okay, ich nehme mal die Wolldecke wieder runter. Melde mich mal, wenn ich genaue Daten habe, dann melde ich mich zurück. So, sind jetzt ein paar Tage vergangen. Und mittlerweile hängt die Platte jetzt auch provisorisch an meiner Hauswand. Da. Und das ist nicht optimal, aber ich wollte da mal testen, wie das so ist. Allerdings bin ich so ein bisschen frustriert. Ich habe nämlich mir noch eine zweite Platte geholt. Die liegt da unten, die bereite ich gerade vor. Die kommt jetzt da auch an die Hauswand. Und normalerweise sollten beide aufs Dach, und zwar da neben den Fenstern. Und das ist das, was mich so frustriert. Das Dach wurde gegen Sturm gesichert, mit Sturmklammern. Aber als wenn das nicht schon genug wäre, wurde auch nebenbei noch geschraubt. Das heißt, ich kriege nicht ein Ziegel hoch. Ich kriege nicht einen raus da. Und ich werde auch einen Teufel tun und da Gewalt anwenden und mir das Dach kaputt machen. Und leider gibt es nur die Möglichkeit, einen Dachhaken zu verwenden, um dann die Solarpaneele bzw. die PV-Module anzubringen. Und ja, alles scheiße gelaufen, ne? Weil da oben auf dem Dach wäre es optimal. Die zwei Module sollten Unterstützungsmodule sein, und zwar für den weiteren erweiterten Tagesverlauf, also so ab. Ja, 15:30 bis, ja, hätte ich sie aufs Dach gesetzt, würde sogar die Sonne bis 21 Uhr darauf scheinen. Aber so funktioniert das jetzt halt nicht. Das Modul hängt ja jetzt hier an der Wand und ist beschattet. Bei so einem Wetter bringt es nicht viel Leistung, maximal 10 Watt. Wenn die Sonne aber drauf scheint, bei der Ausrichtung, also bei senkrecht, dann haben wir so bei optimal, also wenn es optimal ist, wenn die Sonne wirklich richtig drauf knallt, so 120 bis 130, das ist ein 180 Watt Modul und das funktioniert schon. Ich werde jetzt allerdings das Modul wieder abnehmen, weil wie gesagt ist nur provisorisch da dran.
werde jetzt das andere Modul da dranhängen, was ein 210 Watt Modul ist. Und zwar nicht senkrecht, sondern ich kippe das ein bisschen gen Himmel, so dass, wenn hier sowieso keine Sonne drauf ist, zumindest der helle Himmel da ist. Und wenn bewölkt ist und wenn diffuses Licht ist, produziert es auch noch mal ein bisschen Strom, was halt dann die anderen Platten, die Hauptplatten, dann unterstützen kann. Jetzt, wenn die Sonne so knallt, ja, interessiert das den Wechselrichter so nicht, weil die anderen, die produzieren mehr als wie genug. Und ich habe gesehen auf den Wechselrichter, dass der so nur 306 Watt auf beiden Seiten, also der Strings nimmt, also den beiden Ausgängen für die Solarpaneelen. Und das war es auch gewesen. Ich konnte aber auch schon die Erfahrung machen, dass ich keine Leistungseinbußen habe, obwohl ich jetzt diese Platte mit einer 410 Peak Watt, Watt Peak an Platte, die ich da an dem einen Wechselrichter dran habe. Also da konnte ich jetzt nichts feststellen. Also das funktioniert auch mit unterschiedlichen Platten und Größen, zumindest jetzt hier bei mir. Jetzt haue ich noch ein paar Werte ein und dann denke ich mal, ja, kommen wir auch so langsam zum Schluss mit dem Video. So, ich habe mal ein paar Screenshots gemacht, um euch mal zu zeigen, was die Platte so leistet bei diesen nicht optimalen Verhältnissen. Dazu habe ich 410 Platte von dem Ausgang 2 abgetrennt und habe dann nur die kleine hier laufen lassen über dem Eingang, so damit ich sehen kann, was sie ja erzeugt. Ich dachte ja, dass man in der App jedes Modul einzeln sehen kann, aber dem ist nicht so. Die App zeigt nur die Strings an, also die Ausgänge, was da ankommt. Und da haben wir hier zum Beispiel bei ganz schlecht, das ist hier um 16:40 Uhr, da war noch teilverschattet, der hat Modul 1, also das 410er. Modul 1 ist die linke Seite 31,4 erzeugt. Diese Platte hier, als dann so langsam die Sonne rumkam, 73,3. Und jetzt bei senkrechter Stellung, Sonne scheint richtig drauf, sind wir schon bei 106,8 Watt. Jo, so sieht das aus. Und ja, die anderen Platten, die ja da im Schatten sind, beziehungsweise die andere Platte hat nur 30,9. Ja, das war 17:10 Uhr. Ja, die Platte funktioniert und mit der zweiten Platte da hätte ich noch mal 70 Watt so drauf machen können. Wie gesagt, kippe ich die Platte an Richtung gen Himmel, weil so wie die Platte jetzt ist, kriegt sie den Schatten voll von der Scheune und guckt die Scheune an. Die hat also nichts Helles irgendwie, dass sie da noch ein bisschen Licht einfangen kann, um Strom zu erzeugen, genug. Und das werde ich jetzt wie mit der 210 erstmal ändern. Wir müssen nämlich gucken, wie das dann auch im Haus aussieht. Wir wollen das Haus ja nicht ganz verschandeln. Und wie gesagt, frustriert bin ich wegen dem Dach, dass das nicht funktioniert hat. Ich werde die Platte jetzt runterholen, werde dann die andere montieren. Und dazu nehme ich euch aber jetzt nicht mit, weil das Video ist schon lang genug. Ihr habt aber gesehen, dass das durchaus funktionieren kann. Ich werde noch ein Video dazu machen, wie das dann aussieht, wenn die Platte dann halt senkrecht gen Himmel ist, wie wir da nochmal mehr Sonne erzeugen, mehr Strom erzeugen können oder vielleicht auch nicht. Aber bis dahin würde ich sagen, war es das mit diesem Video gewesen und die Sonne knallt ja voll drauf. Und wenn euch das interessiert, dann lasst doch ein Abo da oder schaut so mal wieder auf meinen Kanal vorbei. Und ansonsten würde ich jetzt dieses Video hier beenden und sage, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.